Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 6. Das letzte Mal haben wir uns ein paar Mutanten wiedergestellt, wurden kurz getrennt, sind dann wieder zusammengekommen. Und im Endeffekt ist es gar nicht so... Ja, wir haben doch einen Helikopter vom Himmel geholt. War das noch in der letzten Folge? Ich meine, ja. Ich kann mich schon nicht mehr an die letzte Folge erinnern. Meine Güte. Alles klar. Ich denke mal, wer die letzte Folge gesehen hat, der braucht eh keine Zusammenfassung. Von daher machen wir einfach weiter da, wo wir stehen geblieben sind. Los geht's. Wir kämpfen uns hier durch Massen von Gegnern durch. Und was ist das jetzt? Oh Gott, was zum... Was ist das wieder? Nein. Hat der einen Bohrer? Soll das ein Witz sein? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Boah, Leute von Resident Evil, ne? Ja, das, Captain Obvious, ne? Ja. Ist schön, dass es hier eine Kettensäge ist. Was soll denn der Mist? Das hilft gar nichts. Warum sind die Kettensägenleute zurück hier? Oh nein. Runter, runter. Haben wir noch hierfür Grenade Launcher? Ja, eine. Und ich weiß auch schon, wann ich die benutzen werde. Nehme ich mal jetzt. Kann der uns hier gerade... Wir sollten vielleicht ein klein wenig ausweichen, damit er uns auch nicht mit Ausfallschritten zu nahe kommen kann. Ich frage mich gerade, ob man den gut töten kann oder ob das ein Problem wird. Versuch mal mit der Dingens hier ein bisschen drauf zu schießen. Mit dem Scharfschützengewehr. Oh. Ja. Das war nicht so gut. Rennen. Sherry, rennen. Danke. Was machen denn Blendgranaten bei dem? Oh. Das ist schön. Das ist nicht so schön. Das war schön. Ich denke, wir werden jetzt die Fernzünder hierfür mal benutzen. Denn irgendwie habe ich den Verdacht, es könnte sinnvoll sein, den Gegner mit Explosivsachen in die Luft zu jagen. War's das? Achso, er fragt's auch. Gut. Ich glaube, er ist hin. Ja, das war's. Er ist hinüber. Das haben wir gut geschafft. Und genau jetzt fällt das Ding runter, um uns einen Weg zu bahnen, ne? Na, das war ja klar. Genau dann, wenn er tot ist. Das hätte auch nicht eine Sekunde früher mal passieren können. Nein, genau dann. Alles geht hier in die Brüche. Ich war schon so froh darüber, hier mal keinen Kettensägen-Typen zu haben. Und natürlich muss es hier auch wieder welche geben. Wie das immer so ist in Resident Evil-Spielen, obwohl das ja eigentlich ganz schön ist, auch von der Tradition her. Bis jetzt gab es die echt überall, oder? Oh. Es ist amerikanisch. Das ist natürlich dann tragisch, wenn das kaputt geht. Ich frage mich gerade, ob das die Maschine war, die wir da sowieso auch gesehen hatten. Ich meine, ja, das müsste die gewesen sein. Wir haben noch Kräuter, die wir kombinieren können. Das heißt, wir können das hier noch aufnehmen, kombinieren das damit in die Pillendose und auf geht's in den nächsten Bereich, wenn ich alles nachgeladen habe. Die Schrotflinte hat sich ganz nützlich erwiesen. Die Magnum ebenfalls, die ist hervorragend. Eine echt tolle Waffe. Dagegen kann man wirklich nichts sagen. Ich weiß, was ich tue. Ab geht's durch die Tür. Nein, ich will immer noch keinen Partner. Mensch, du blödes Spiel. Es grenzt ja schon fast an Mobbing, dass mir das immer vorgeschlagen wird. Kennen wir die Stelle auch schon? Ja, 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 die kennen wir schon. Hier kommt jetzt gleich der fette Typ an. Leon? Ah, hier ist Leon. Genau, das war's. Schön, den auch nochmal zu sehen. Sherry? Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er?
Ich muss es wissen. Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Incoming. Muss ich reagieren? Muss ich reagieren? Bitte nicht. Gut. Das wäre blöd gewesen. Alles klar. Leon, beim Flugzeug! Na, großer? Ihr Freund? Eher wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Ach, daher kam der. Unfassbar. Stimmt ja, der lebt hier irgendwie... Moment, wir haben den noch zerbohrt. Ich würde sagen, da haben die einen echt schlechten Job gemacht. Okay. Das hat er gut drauf geachtet. Mussten wir den nicht irgendwie mit den... Ich finde das irgendwie blöd, dass wir den gleichen Dings jetzt nochmal hier haben, den gleichen Boss. Irgendwie eine komische Sache. Nur aus einer anderen Perspektive, aber es ändert ja nichts am Bossfight selber. Hier haben wir diese Kisten, die wir mal nach unten schieben. Ich hoffe, wir können die irgendwie sinnvoll verwenden, um den Gegner jetzt hier in Schutt und Asche zu sprengen. Ich werde hier oben mal ein bisschen die Kisten zertreten. Ich meine, wir sind ja immerhin zu viert hier bei dem Bossfight. Ich glaube, das war das letzte Mal auch ganz schön, da man dadurch eben nicht so häufig angegriffen wird. So, wunderbar. Sehr gut. Einfach das in die Luft jagen, wo ich selber auch dran stehe. Gut. Falle einfach mal drauf. Ist ja egal, ne? Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Kann ich nicht V drücken hier, um die zu befreien? Irgendwie? Ja, kann ich. Kann ich hier nochmal V drücken, um den zu befreien? Nein, kann ich nicht. Muss ich auf den Arm zielen oder auf den Körper? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir holen uns hier noch ein paar Fässchen. Ah, hier liegt ja noch eins. Gut. Dann gehen wir mal dahin, wo wir drauf schießen können, wenn er ankommt. Kann ich da auch schon? Nein, natürlich nicht. Die Stahlgitter sind natürlich kugelsicher. Das ist unsere Chance. Los! Was für eine Chance. Hä? V. Ah. Roger. Hier muss einer rüber. Okay, gut. Alle hopp. Und da ist er wieder. Mit seinem Wunderarm. Sind Sie okay? Leon, dem passiert nichts. Ist das ein Spaziergang, oder? Das stimmt. Keine Ahnung. Ich war zu jung, um zu verstehen, was damals passiert ist. Los, wir müssen zurück. Sie brauchen unsere Hilfe. Ich weiß immer noch nicht genau, ob die in den Filmen aufgetaucht ist. Die Sherry als Kind. Ich habe das ein bisschen vergessen. Ich glaube, ich muss die Filme nochmal gucken. Und hier kann man irgendwie zu zweit was veranstalten. Dann mal ein bisschen R drücken. Ich glaube, das geht. Sherry, gehen Sie ans Steuer. Achso, okay, gut. Wir haben ja jetzt ein bisschen andere Perspektive. Das letzte Mal waren wir ja... eine Frau an... Okay, egal. Gucken wir mal, was Sherry so bringt. Die ist ja ein bisschen anders. Nennen wir es anders und er fummelt da hinten am Motor rum. Das sieht sehr lustig aus. Ein bisschen unbeholfen. Ah! Okay, das war Reaktion. Vom Feinsten, würde ich sagen, denn ich habe noch schnell genug drücken können. Kann ich hier lenken? Keine Ahnung, irgendwie ist der Bus gerade gefahren. Wieso stirbt er denn nicht? Tja, das ist die große Frage. Hört sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Was hat es denn jetzt gebracht hier mit dem Ding nochmal? Dass wir da hinten rüberkommen, oder wie? Komm mal bitte hier rüber, großer Mann. Dann können wir dich nämlich hier mit den...
Treibstofffässer noch einmal bearbeiten. Nein, hier rüber. Komm mal her, Kerl. Ich will dir doch nur Gutes. Na komm. Ja, komm. Ja, renn mal ins Leere. Boah, weh, jetzt rennt jemand vor mich, ne? Nein, du sollst nicht auf mich schießen. Warum hat der eine Schrotflinte? Sehr gut. Ich schätze mal, das war ein ganz guter Treffer. Wo rennt der denn jetzt hin? Ich glaube, er versucht was... Okay. Na, egal. Schieben wir wieder hier ein paar Dinger runter, um den dann vielleicht damit ausschalten zu können. Aha. Ach ja, richtig. Der hat ja noch ein Upgrade. Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Das stimmt, aber was für ein Honken. Guckt euch den Riesen mal an. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Schießt da drauf, wenn er ankommt. Leider nicht. Trotzdem sollten wir sie nicht so. Macht da keine Ausnahme, auch wenn die da unten rumstehen. Ja, ja. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, der Bossfight dauert eh schon viel zu lange und... So. War das ein Treffer? Oder hat ihn das nicht gejuckt? Wir schieben weiter Kisten runter, würde ich sagen. Holen uns hier vorne noch ein bisschen Munition ab, wo es hier sowieso noch Nachschübe gibt. Können wir die auch gerne annehmen. Kriegen wir noch ein bisschen davon. Okay. Frage ist halt, was es hier vorne gibt. Warum es uns interessiert, hier überhaupt drüber zu hupfen. Aber es sieht nicht so aus, als wäre das hier wirklich ergiebig. Seltsam. Das finde ich komisch. Da frage ich mich doch, was der Bus gebracht hat. Na gut. Ist hier hinten noch irgendwas? Vielleicht noch Explosivfässer oder so? Nö, natürlich nicht. Wir könnten natürlich jetzt darauf hoffen, dass wir... Oh, Moment. Einmal noch das Ding hier runter, bitte. Ich denke, da oben könnten noch Fässer sein. Wir haben da eben noch welche gesehen. Ja, hier. Schieben wir die mal kurz runter. Das sollte hier eigentlich... okay, gut. Das war nicht so cool, dass er jetzt hier hochgekommen ist. Was? Der kann den auf den Rücken packen? Was ist das denn? Achso, quasi verstaut, ja? Jetzt war der gar nicht mehr zu sehen. Ja. Einmal umfallen, bitte. Danke. Oh, sie macht sich Sorgen. Gut, das wäre der gewesen. Wir haben aber immer noch nicht Kapitelende. Müssen wir jetzt etwa nochmal gegen den kämpfen oder ist das jetzt endlich mal vorbei? Ach, jetzt kann man hier runter. Okay. Ah, hier ist jetzt offen, alles klar. Wahrscheinlich durch die Explosion, die jetzt zufällig entstand, als der Kerl nicht mehr so ganz fit war. Hier was? Ja, sehr schön. Kisten sind immer was Feines. So langsam könnte Kapitelende aber mal kommen. Ich meine, dass wir jetzt mal ins letzte Kapitel kommen. War ja schon relativ lang jetzt hier. Für so ein... Für die dritte Kampagne. Ist man bis jetzt nicht so gewohnt. Na gut. Geht klar. Dann geht's... Oh nein, 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 das Kraut! Verdammt! Ich will immer noch keinen Partner. Ko Cheng ist da drüben an der Flussmündung. Na gut, dann los. Es ist wegen Simmons, oder? Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Nein.
Nein. Nicht noch so ein Typ. Oh, zum Glück. Hast du das? Das war doch garantiert Ada Wong, oder? Das wäre nichts erzählen. Der hat eine integrierte Kettensäge. Das ist echt krass. Na gut, aber wie es hier weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Denn ich mache einen kleinen Cut. Und ja, wenn wir jetzt gleich hier quasi an der richtigen Stelle sind. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten gerne auch abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal, euer Powerpilz. Ciao.